Hallo aus dem ISHF Köln, hallo aus dem Kompetenzzentrum Handel, für das ich heute spreche. Ja, es geht darum, jetzt im Lockdown Resilienzstrategien anzusetzen. Wie kann ich mich behaupten? Wie kann ich im Handel tatsächlich durch diese Zeit kommen? Wie kann ich die richtigen Maßnahmen ergreifen, damit ich zumindest etwas abfedere und zumindest etwas auch Geschäft realisieren kann? Da geht es um Digitalisierung, da geht es um Resilienz und all solche Themen. Und entsprechend freue ich mich, dass Christina van Dorp, Bartum van Dorp, als Geschäftsführerin des Handelsunternehmens van Dorp, Mittelstand im Bereich alles, was das Haus schön macht, aus Bonn, uns bereit erklärt hat, sich bereit erklärt, uns ein paar Impulse zu geben. Wir gehen mal direkt ins Gespräch. Liebe Christina, vielen Dank für deine Hinweise. Jetzt geht es darum, aktiv zu werden. Jetzt geht es darum, Lösungen anzupacken. Ihr habt angefangen damit, erstmal einen Onlineshop aufzubauen. Wie schnell ging es da los? Was war zu tun? Was waren die Herausforderungen? Du hast ja erst im Sommer damit begonnen. Ja, genau, das war relativ rasant, weil wir das Förderprogramm, das im Sommer aufgelegt worden ist, vom Land NRW zur Digitalisierung des Handels nutzen konnten. Und dann haben wir auch Vollgas gegeben, weil wir natürlich vor dem Weihnachtsgeschäft möglichst damit online gehen wollten. Und das hat auch gut funktioniert. Wir haben vorgearbeitet, das muss man machen. Also man muss wissen, was man will und was man braucht, sonst wird es schwierig, weil man natürlich auf der anderen Seite nicht mit Händlern zusammensitzt, sondern mit IT-Leuten oder mit Programmierern. Das heißt, da muss man doch ganz schön in Vorleistung gehen und sich vorher die Gedanken dazu machen. Und wenn man da gut aufgestellt ist, dann muss ich sagen, also in unserem Fall ging es wirklich gut und schnell die Umsetzung. Ich würde sogar sagen, rekordverdächtig. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, online zu verkaufen. Das heißt ja auch Lieferungen, das heißt auch möglicherweise Click-and-Collect-Angebote. Was macht ihr da und wie hast du es auf den Weg gebracht? Ja, also wir haben da verschiedene Möglichkeiten, die wir schon vorher bei uns im Geschäft angeboten haben oder jetzt so nach den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben. Das war ein Lieferdienst mit einem regionalen Lieferdienst oder beziehungsweise genau hier in Bonn, der einfach seine freien Kapazitäten, die er jetzt hat, weil er vorher eben viel Flughafenfahrten gemacht hat, Businessfahrt und so weiter und so fort hatte, die konnten wir dann füllen oder für uns nutzen. Der für uns die Ware ausfährt, dann haben wir in Kooperation mit dem Einzelhandelsverband ein E-Bike, ein Lastenrad angeschafft und arbeiten dann mit einer Studentenvermittlung zusammen, sodass wir auch da in der Lage sind, innerhalb von wenigen Stunden Ware auszuliefern und darüber hinaus noch eben mit unserem Logistikpartner DHL den Versand auch anbieten. Und jetzt, also Lastenfahrrad klingt ja erstmal wow. Das heißt, es ist ein E-Bike wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und wie ging das vonstatten? Also kann man das einfach bestellen? Oder wie würde jetzt einer, der draußen auch sowas in seinem Standort realisieren möchte? Was braucht der, auf was muss der achten? Also wir haben eben ein E-Bike genommen. Jetzt bei den technischen Details bin ich nicht zu Ja. sehr im Thema, aber ich weiß, dass man darauf achten muss, dass es eben einen entsprechenden Akku hat. Und wir haben eine Box dazu bestellt, eine abschließbare, vom Schreiner dann eben noch Fächer einbauen lassen und solche Sachen. Wir haben das große Glück, dass wir bei uns im Vorstand des Einzelhandelsverband einen sehr großen Fahrradhändler haben aus der Region, der uns das eben auch schnell liefern konnte, denn das ist natürlich dann auch nochmal die Herausforderung. In den jetzigen Zeiten möchten alle ein E-Bike, ein Lastenrad haben. Aber auch dafür gab es Förderungen, die wir in Anspruch nehmen konnten. Und so war das wirklich gut wirtschaftlich und zu stemmen. Und es hat wirklich Hand in Hand gearbeitet. Also das Stichwort ist hier wirklich miteinander, füreinander. Ja, sehr gut. Und wo weit fahrt ihr jetzt mit dem Lastenrad? Also ihr habt ja jetzt Kunden, die ja bis zu 50 Kilometer weit entfernt sind. Das macht man ja sicherlich nicht mit dem Fahrrad. Oder vielleicht sogar noch weiter, ich weiß es nicht. Wie habt ihr euch entschieden, bis wohin, welches Liefersystem das Richtige ist? Wir haben so einen Radius ungefähr von 2 Kilometern von der Bonner Innenstadt genommen. Das ist auch bei uns ein. Wir haben so ein extra Modul im Onlineshop auch, wo wir das einstellen können. Das sind Postleitzahlen hinterlegt. Und wenn ich meine Postleitzahl eingebe bei meiner Adresse, dann werden mir verschiedene Versandmethoden aufgeführt. Eben in den entsprechenden Postleitzahlengebieten, dann wird das Fahrrad, Lastenrad auch angeboten oder eben der Lieferdienst mit unserem Fahrservice. Und DHL-Paket und Selbstabholer, also Collect, sowieso.
Dann mit dem Lieferdienst fahren wir also auch unsere 50 Kilometer. Das ist dann eben eine Preisstaffelung und wenn es weiter ist, dann auch nach Absprache möglich. Da ist die Herausforderung eher die Tourenplanung, die uns natürlich nicht so liegt eigentlich als Händler. Das ist so ein bisschen Neuland für uns. Aber auch da kommt man rein. Und alles, was darüber hinausgeht, da nehmen wir dann DHL in Anspruch. Großen Wobei das Gelben. natürlich auch nur bis Montag funktioniert. Ja, klar, natürlich. Und wie ist, also das heißt bewusst nur die oder auch andere Dienstleister, also Parcel Services? Wir haben uns bewusst für DHL entschieden, nicht nur, weil wir ein Bonner Unternehmen sind, sondern auch, weil das dem Kunden und seinem Verhalten am ehesten Rechnung trägt. Also alle wissen, wo ich ein DHL-Paket abgebe, im Zweifelsfall bei der Post. Aber mit den anderen Versendern wird es schon schwieriger. Da gibt es dann nur ein paar Rückgabeorte oder sonst was. Und da zieht man sich quasi schon den Zorn des Kunden auf sich. Und das sind natürlich Momente, die man möglichst immer vermeiden möchte als Ja. Händler, irgendwo ein Frustrationspotenzial zu bieten für den Kunden. Ja, gut, wichtiger Punkt. Frustrationspotenzial ist auch oft das Thema Bezahlen. Wie habt ihr es da gemacht? Auch jetzt mit eurem Shop und überhaupt, welche Möglichkeiten habt ihr da, was Bezahlsysteme angeht? Das ist immer wieder eine Frage, die uns auch erreicht. Also das Allerwichtigste ist, dass man PayPal anbietet. Ohne PayPal muss man es nicht ernsthaft probieren. Das ist das Zahlungsmittel der Wahl für die Kunden im Online-Bereich, weil es natürlich auch einen Käuferschutz bietet, aber auch Klarna. Für Klarna haben wir uns jetzt entschieden, weil es eben die Möglichkeit des Kaufs auf Rechnung bietet, ohne dass die ganze Administration, Zahlungserinnerungen, Mahnverfahren etc. bei uns liegt, sondern das haben wir damit übergewälzt auf Klarna und das ist eben auch eine Option, die man dann anbietet. Vorkasse ist auch etwas, was zumindest in unserem Fall angenommen wird, weil man ja auch weiß, wem man das Geld gibt. Das ist eben keine anonyme Plattform oder ein anonymer Shop und das sind die gängigen Zahlungsmethoden. Und über PayPal und Klarna kann man natürlich dann noch alle anderen Dinge abbilden wie Raten, Kauf oder Kreditkarten. Ja. Das Payment, jetzt ist ja zwangsweise die Frage dann, ja, geht ihr dann auch über Marktplätze? Versucht ihr auch über Marktplätze zu verkaufen oder macht ihr es nicht? Wir haben uns bewusst gegen die großen Marktplätze entschieden, aus zweierlei Gründen. Auf der einen Seite wollen und können wir uns nicht in den Preiskampf begeben. Und wir sind natürlich mit unserem Geschäftsmodell, wir sind ja kein Pure Online-Player, nicht so aufgestellt, auch in der Kostenstruktur, dass wir noch 20 oder 15% Provision an Marktplatz zahlen könnten. Das funktioniert in diesem Geschäftsbereich zumindest nicht oder für unser Geschäftsmodell im Margenbereich. Und letztendlich gibt es auch Restriktionen durch Vertriebsverträge mit unseren Lieferanten, die explizit das große A daraus nehmen. Okay, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das müsste ja in der Beschaffung auch funktionieren. Wenn du jetzt den Leuten da draußen, und das sind ja deine Kolleginnen und Kollegen da, die auch versuchen, da jetzt sozusagen durch den Lockdown zu kommen, noch einen Tipp mit auf den Weg geben würdest, was wäre das Erste, auf was sie achten sollen, müssen, denken müssen? Das Wichtigste ist die Sichtbarkeit für den Kunden, dass wir irgendwo uns in den Fokus bringen und greifbar sind. Und das ist natürlich der einfachste Weg über Social Media. Also Instagram, es kostet kein Geld, es kostet keine großen personellen Ressourcen oder Twitter, eine Homepage ist natürlich ein Must-have, weil irgendwie muss man mich finden, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, das ist ganz wichtig. Wir persönlich haben auch Skype auf unseren Tablets eingerichtet, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, eben virtuell durch den Laden zu gehen mit jemandem aus dem Verkauf oder eine Beratung zu bekommen. Und Click and Collect setzt natürlich immer einen Klick voraus, damit das funktioniert. Aber man natürlich funktioniert Collect auch ohne Klick. Das heißt, das sind alles Sachen, die man ermöglichen sollte. Wir werden das machen. Wir sind heute schon dabei und rufen viele Kunden an, die noch extra Bestellungen laufen haben oder Ware hier liegen haben, die sie noch nicht abgeholt haben und vergeben Zeitfenster. Also das geht auch relativ easy. Da macht man sich eine Excel-Tabelle und gibt dann Zeitfenster. Wir haben so 15 Minuten ungefähr eingeplant, 10 Minuten pro Kunde, dass man die Ware rausgibt über eine Theke, die wir dann improvisieren und an der Eingangstür aufbauen. Und ja. Muss man noch die Schlange, die unter Umständen entsteht, dann auch vorher auch irgendwie bespielen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, obwohl, Genau, wenn ihr Termine gibt, ist ja einfacher dann, ja klar.
Ja, deswegen auch relativ große Zeitfenster, dann sind wir lieber länger da, aber damit wir eben nicht in diese Situation kommen, dass genau das wieder konterkariert wird, wofür wir diesen ganzen Lockdown machen. Ja, Also absolut. konterkariert. Ganz wichtiger Punkt. Stichwort Social Media noch mal ganz kurz. Sichtbarkeit schaffen ist ja auch ein Social Media Thema, wie du angedeutet hast eben. Was macht ihr da? Also wir sind bei Instagram aktiv, auch bei Facebook, das ist ja sozusagen gekoppelt. Aber unser Hauptweg ist da tatsächlich über Instagram. Okay. Und das machst auch du oder machst das oder lässt das durch eine Agentur oder durch einen Mitarbeiter oder wie macht ihr das? Machst du das Das selber? machen wir hier im Haus. Das Okay. mache für ich. Das mache. Wir haben auch eine E-Commerce-Kauffrau hier, die das auch macht und gibt immer einen anderen Spirit, wenn das jemand macht, der 20 ist. Ja. Machen. Ja. Ja, also ich glaube, klein paar Impulse, die dabei waren, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Vielen lieben Dank, Christina. Toi, 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 dass ihr diese schwierige Zeit gut meistert. Ihr habt Leidenschaft im Blut, Händlerblut, und glaube ich auch die richtigen Mitarbeiter, die braucht man natürlich auch immer dabei. Vielen Dank für deine kleinen Tipps, die du uns mitgegeben hast, die wir natürlich gerne auch auf dem Kompetenzzentrum Handel entsprechend zum Besten geben werden. Da werden wir auch genau entlang dieser Themen auch ein Wissenstransferangebot schaffen. Wer mal das reale Beispiel sehen will, wie es Christina und ihr Team gemacht hat, geht mal auf vandorp.de. Und schaut euch an, im Prinzip, wie hier auch genau dieser Shop auch ins Leben gerufen worden ist, der über die Themen kommt, der über die Kategorien, über die Marken, also sehr kundenorientiert aufgesetzt ist. Ich glaube, genau das ist die Zukunft und genau da muss der Ansatzpunkt sein. Und von daher, ja, freuen wir uns, wenn ihr euch da ein bisschen auch Impulse holt, gleichermaßen auch wie auf der Webseite des Kompetenzzentrums Handel. Liebe Christina, vielen, vielen lieben Dank für deine kurzen Impulse und deine kurze Zeit, die du dich genommen hast, in einer absolut schwierigen Zeit, einen Tag vorm Lockdown. Vielen, vielen, vielen Dank. Bis bald. Von daher, ja, nehmt euch die Impulse mit und bis bald.